weitergehoppelt in Elder Scrolls Online. Und damit herzlich willkommen. Ja, in den toten Ländern. In denen es eigentlich gerade relativ wenig Lava aussieht. Ich schreibe immer, dass hier ganz viel Lava ist und dass das total irgendwie unschön ist, aber das stimmt gar nicht. Wir sind gar nicht im Lavaland. Das ist alles gar nicht so schlimm, wie man denkt. So, als letztes waren wir in irgendeinem lustigen kleinen Verlies, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Da drin haben wir jemanden gefunden, der anscheinend seit 600 Jahren davor steht. Ich habe auch schon ein bisschen darüber philosophiert, wie genau die Zeit eigentlich funktioniert in den toten Ländern, aber ich weiß es halt echt nicht. Oh, da vorne ist ja ein Buch. Zerrissene Tagebuchseite. Selvini, ihr müsst zu eurer Torheit den falschen Märtyrer schaffen. Denkt einfach nicht nach Religion feindseliger Lederer, die euch am liebsten die Arme ausreißen würden. Und denkt auf keinen Fall an das Ödland voller Magma und Blitzschlägen, das ihr durchqueren müsst, oder an das Gewicht all dieser Verantwortung. Denkt an die beiden Geister, die dort gefangen sind. Ihr habt die Muttersteine. Konzentriert euch darauf und zieht weiter. Immer einen Schritt nach den anderen. Es ist immer nur ein Schritt. Ein kleiner, lächerlicher Schritt. Nein, ich schaff das nicht. Nicht allein. Das haben die 30 nur gedacht, mich hierher zu schicken. Das fällt mir gerade so ein. Ich sollte ihn mal googeln, oder? Das war bestimmt eine Referenz zu irgendjemandem und ich habe die komplett verpasst. Was sieht denn das hier vorne noch? Telofaser? War das nicht die Tage, das Tagebuch, was ich... Ist da wieder eine Leiche mit einer... Dings oder ist das die Quest? Ist eigentlich auch egal, wir haben Zeit für beides. Aber das sieht mir so aus, als wäre es tatsächlich eine richtige Quest, ne? Telofaser und das daneben ist auch Telofaser. Ah ja, okay, gut. Hier, nee, das ist der Typ, dem wir gerade geholfen haben, also Selvini. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie er heißt, ne? Moment! Wir rennen wieder zurück. Ich würde mich gerade... Irgendwie habe ich das immer nur am Anfang. Letztes Mal hatte ich das auch nicht mehr. Also ich habe ja das Problem, dass ich W durchdrücke und dann bleib ich mal doch wieder stehen. So, er heißt Selvini. Ich google das jetzt mal. Selvini Iso. Selvini Nitri? Ne, warte mal. Das so hieß er nicht. Es gibt jemanden namens, der so heißt, aber das ist eine weibliche Dunwer. Was? Warum ist das ein weiblicher Vorname? Tja. Also es scheint, also zumindest ist es auf der ersten beiden Seite, ah, hier Deadlands Map. Selvini Andalor, ja. Aber das da taucht nicht so richtig auf, ne? Ne. Selbst wenn man Selvini Andalor Iso googelt, kommt das erste Selvini Nitri. Ja, okay, gut. Achso, warte mal, ist das die Großmutter? Warte mal. Sie sind immer necromancer was trapped inside the spider's web after having been left to by bashing with the space words images. Bla 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 bla. Nö, das ist. Nö. Okay, die heißt einfach nur so. Es ist interessant, dass der gleiche Vorname von Dunbar bei. Es ist anscheinend ein Unisex-Name. Na gut. Genug davon. Ich würde nur nachprüfen, ob der vielleicht Typ mit seiner komischen Zeitreise irgendeine Relevanz hat, dass der irgendwie in einem Morrowind nochmal auftaucht oder so. Man das wissen müsste, aber anscheinend ist es tatsächlich nur Erscher gewesen. Egal, wir haben Telofasers Tagebuch vor uns. Die Leiche sieht schon rechts, naja, skelettiert wäre das falsche Wort, aber zombifiziert aus. Dings. Zyklus, 5679. Unterwegs nach Ferngrab mit den ebenen Ständen, Madame Caprice und ihre anspruchsvolle Assistentin nach mich suchen schickte. Die beiden warten in ihrem geliebten Haus Caprice. Das Gold, das wir versprochen haben, ist ja so gut wie später. Um ein wenig Spaß zu haben, lasse ich meinen Rucksack mit den Steinen in der Torheit zurück. Vielleicht komme ich eines Tages ihn holen. Madame Caprice erwarten. Ich habe diese endlose Wanderung satt. Die Bezahlung bedeutet mir nichts. Meine Existenz geht weiter, wenn ich das so will und erst dann. Früher tobte noch ganz andere Stürme um die Torheit der falschen Märtyrer. Als ich hier das letzte Mal war, ragten noch nicht alle paar Meter Stäbe aus dem Boden, die die Blitze einfangen. Ich nehme an, die Stäbe senken das Risiko eines Stromschlags. Ich hasse den Gedanken, nach meinem eigenen verbrannten freies Stinken ins Reich des Vergessens zurückzukehren. Aber jetzt kann jeder durch die Torheit reisen. Es ist keine große Tat mehr. Keine Herausforderung. Die Zeit reduziert alles auf niedere Erfolge. Bald wird Sterblichen das Wiedererlangen begehrter Gegenstände nur ein müdes Lächeln abverlangen. Eins bedeutet Geschick und Können etwas. Die bloße Existenz verlangt mir alles ab. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wenn ich hier den Nervenkitzel des Abenteuers erleben möchte, muss ich Risiken zunehmend gefährlicher Natur auf mich nehmen. Das ist die einzige Möglichkeit. Oh, muss ich jetzt wirklich nochmal zurück zur Torheit laufen? Nur um diesen dummen Gegenstand zu holen? Weil der Depp das da reingeschleppt hat? Verdammt. Ich habe die Quest vorher nicht gesehen. Habe ich sie vielleicht gesehen? Ignoriert? Ich habe sie wahrscheinlich ignoriert. Wir finden uns mittlerweile in Sitzung 4. Welcher Versuch immer das für eine Bedeutung hat. Und tatsächlich, ja, stimmt, hier stehen diese ganzen Metallstäbe. Du kannst mal sehen. Oh, er ist immer noch da, Selvini Andalor. Ich hätte einfach hinreiten können, ne? Ich bahne mir meinen Weg zurück nach Granfest. Ich weiß es. Entweder okay. Das oder. Ja! Ich will hin. Okay, er bahnt sich seinen Weg zurück. Vor allen Dingen hat die ganze Zeit seinen Weg hierher gebahnt. Unbedingt, dass andere Dinge überfallen werden? Er hatte gemeint, dass er mit Haus Hexus hergekommen. Nee, ist er mit Haus Hexus hergekommen?
Ne, das waren die anderen Typen, das waren die Bergdenebenen. Wo ist denn das Drecksding? Okay, gut, das ist zum Glück relativ... Ach, hier kann man ja nicht reiten. Das ist zum Glück relativ erreichbar. Jetzt ist mal, man merkt übrigens, dass diese Aufnahme nicht um 3 Uhr nachts stattfindet, sondern nachmittags, an einem Wochentag. Es sind wesentlich viel mehr Leute online. Was eigentlich ganz nice ist, weil dann muss ich mich hier nicht mit Leuten rumärgern und alle Bienen sind tot. Zumindest die meisten. Finde ich trotzdem nicht okay, dass sie diesen Ebenenstein einfach hier drin hinterlegt hat, weil ihr danach war. Was soll denn das? Telophalas Kassette. Ein himmelblauer Ebenstein. Ein hellblauer Ebenstein mit mehreren Facetten. Wenn man ihn richtig ins Licht... Wer bist du? Was? Richtig ins Licht hält, funkeln verschiedene Farben darin. Wäre ein kurzer Blick in fremde Welten. Ja, tschüss. Okay, das können wir bei Nuts abgeben. Machen wir natürlich bei Gelegenheit. Das eilt jetzt nicht. Diese Ebenensteine scheinen irgendwie eine Quest zu sein, die sich erst... Warum ist das für jetzt hinten tot? Die sich erst dann konkludiert, wenn man alle hat. Immerhin besser als diese eine Geschichte, die wir in Dunkelwald hatten. Wo wir im Bereich des Vergessens diese eine Leiche mit dem Artefakt gefunden haben. Dann sind wir da zur Kriegerin gelatscht und haben gesagt, mein alter Kumpel, ja. Es tut mir so leid, dass er tot ist. Und dann kam da nichts mehr. Dann war da kein Follow-up, kein gar nichts. Das war halt extrem enttäuschend. Hier wurde mir versprochen, hier kommt noch was. Ich bin sehr gespannt. Unabhängig davon wollte ich eigentlich darüber reden, dass das der Olle Silvini ja irgendwie eine Zeitreise-Story hinter sich hat, ne? Gibt jetzt generell, also ich hatte in den vorherigen Diskussionen in den Kommentaren schon diskutiert, es ist auffällig, dass hier verschiedene Leute über Dimensionen und Multiversum geredet haben. Das ist irgendwie besorgniserregend. Weil ich weiß nicht, ob das halt einfach nur der Samen ist für das, was sie als nächstes einpflanzen wollen. Also er hat irgendwie, keine Ahnung, ich meine, WoW hat doch auch so einen alternative Realitäten-Dingsbums gepult, oder nicht? Ich kann mich da dunkel erinnern, dass da mal was war. Fordert mich heraus, wenn ihr es wagt! Hab ich den schon mal umgehauen in das Feld der Schänder? Ich bin übrigens zu weit weg. Oder mein Ping ist schlecht. Warum geht das nicht? Läge ich? Ha! Mehr Köpfe für die Spieße! Kommt nur! Und der war noch gar nicht richtig ihr da. Ihr werdet keine Zuflucht in den Toten legen. Hey. Niemand kann sich mit meiner Macht messen! Den hatte ich schon umgehauen, dann habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Interessant. Na gut. Ja, das frage ich mich halt, ob Silvini jetzt halt irgendwie Teil dieser Zeit irgendwie der Story ist. Das ist halt, das ist wirklich viel, was wir alternative Dingsbums machen wollen. Ob Silvini ja eine komplett andere Geschichte ist los. Und nichts mit den Dimensionen zu tun hat. Also ich meine, das sind auch nur zwei Erwähnungen. Wir haben irgendwie Multiversum gesagt und Dimensionen wurde zwischendurch mal erwähnt. Was halt nicht das linguistische Konstrukt ist, was sie normalerweise verwenden in Elder Scrolls. Weil sonst sind es halt immer Ebenen und Reiche. Weil... Ebene wahrscheinlich. Ich habe den Gipfel des Annihilation gefunden. Vernichtet der Dinge. Oder sie. Oh Gott. Ich suche eigentlich diese eine Quest, die wir noch nicht hatten. Ich habe selber schon wieder vergessen, wo sie war. Hier ist immer noch Blitzeinschlag. Und wie kommt das hier echt oft vor? Die Energie von Blitzen kann man leider ganz schlecht nutzen, weil es einfach zu viel auf einmal ist. Das ist sehr ärgerlich, sowas eigentlich. Weil eigentlich... Tessa Blutmond. Fantasy-Namen. Ich lese Fantasy ja deswegen gerne so auf Englisch. So, auf Englisch? Das ist Deutsch. Ich lese Fantasy-Romane oder Stories und auch Filme, gucke ich sehr gerne auf Englisch, weil immer wenn ich das auf Deutsch höre, ist es irgendwie so cringe. Weiß nicht, das ist halt... Hä? Das kommt mir immer komisch vor. Ich bin ein großer Fan von den Werken von Brandon Sanderson und zum Beispiel Stormlight Archives. Und die hatte ich mal im Buchladen mal ein bisschen reingeguckt ins Deutsche. Die Story hatte ich auch nicht zum ersten Mal. Und das ist halt irgendwie ganz komisch, wenn das auf Deutsch ist. Oder hier auch so D&D-Zeug, wenn das sobald das auf Deutsch ist, wirkt das halt alles irgendwie so ein bisschen komisch. Ist hier irgendwo noch eine Quest für mich? Aber wir haben noch über das wahre Wesen der Dedra. Kenne ich das schon? Nein, kenne ich noch nicht. Na, dann lesen wir das doch mal vor. Über das wahre Wesen der Dedra. Von Kanamildil, führender Gelehrter der Dedralogie. Diese nur wenig bekannte Tatsache über den Dedra wurde mir klar, als ich neben zwei schwer bewaffneten Zivilei-Kriegern stand, die gerade mit zwei für mein Empfinden sonderbar geformten Würfeln beschäftigt waren. Sie unterhielten sich darüber, wer von ihnen mehr Willenskraft habe und die Würfe so beeinflussen könne, dass sie zu seinen Gunsten fielen. Soweit ich mich recht erinnere, wurden auch vielerlei Verstümmelungen angedroht, aber gingen die Andeutungen nicht mehr aus dem Kopf, dass dieser Zivilei das Rollen eines zugegebenermaßen merkwürdigen gestalteten Paar Würfels beeinflussen oder kontrollieren könnte. Wie immer vorausgesetzt, dass das war, was ich da sah.
Wenn sie die Würfel dazu bringen könnten, sich zu bewegen, ohne dass sie berührten, wozu sind sie denn noch imstande? Ich eilte zurück zu meinem Studium und begann, die Möglichkeiten zu erörtern, bis ich zu folgendem Schluss kam. Daedra bewegen ihre körperliche Gestalt nicht auf die Art und Weise, wie Sterbliche dies tun. Stattdessen schwebt ihr Bewusstsein neben ihren Körper. Sie können den Körper sowie alle anderen Objekte mit ihrem Willen beeinflussen. Das erklärt, warum besiegte Daedra nicht sterben. Dass sie sich mit einem Angriff bewegen können, die Sterblichen verwehrt bleibt. Nun wissen wir auch, wie Beobachter ohne Flügel schweben können. Niedrige Gelehrte werden nun sagen, dass letztere durch Magie möglich ist, aber das ist eine zu einfache Erklärung. Eine weitere meiner größeren Entdeckungen weist darauf hin, dass Dremor die einzigen Daedra sind, die sich ausschließlich von Pflanzen ernähren. Sie müssen keine Nahrung zu sich nehmen, um ihre Existenz zu wahren, aber wenn sie fleischigliche Art verzehren, führt dies zu einer Verstimmung des Verdauungstrakts. Der Schmerz, der ihnen dies bereitet, lässt viele Dremor ihre Erfahrung überdenken und freiwillig ins Reich des Vergessens zurückkehren, in der Hoffnung, dass sie einen weniger schmerzerfüllten Zustand zurückkehren. Schließlich hängt die Intelligenz der Daedra nicht von den Fürsten ab, denen sie dienen. Das mag nicht sonderlich ungewöhnlich scheinen, doch werden auch die dümmsten sterblichen Herrscher häufig von hochintelligenten Beratern geführt. Dienen Daedra-Fürsten, die über die Konzepte Wissen und Arktis verfügen, scheint es unlogisch, dass ein Scamp einen intelligenteren Scarfen Befehle erteilt. Doch genau das beschreibt die Situation, die ich bezeugte. Ich werde keine echten Namen preisgeben, das wäre grausam und nicht sehr gelehrt, aber ich habe einen Scarfen gesehen, der sich von einem Scampen führen ließ. Der Scamp redete in hoher Geschwindigkeit vor sich hin und führte zahlreiche gute Argumente ins Feld, während der Scarfen pflichtbewusst hinter ihm hertrottete. Auf diese Ergebnisse werde ich später eingehen. Derzeit versuche ich noch, Versuche durch und halte weitere Beobachtungen bezüglich des dätrischen Verhaltens fest. Soweit ich weiß, bin ich der einzige Dätrologe, der sich ausschließlich wissenschaftliche Methoden der Informationsbeschaffung verdient. Ich verlasse mich auf keine Informationen der Dätere, die ich untersuche. Man kann ihnen nicht trauen, dass sie diese Wahrheit sagen oder objektiv planen. Daher entwickelt sich meine Entdeckung eher über einen langen Zeitraum, sich dafür auf außergewöhnlich hohen Standard. Aufgrund meiner einzigartigen Methoden und der zahlreichen verblüffenden Ergebnisse, die ich gewonnen habe, kann ich mit Funkenrecht behaupten, der führende Gelehrte auf diesem Gebiet zu sein. Von Pelagius Harbor würdet ihr solche Wahrheiten schließlich nicht bekommen, oder? Okay, ich sollte heute nichts mehr vorlesen. Ich bin heute anscheinend nicht blind in Vorleselaune. Oder zumindest nicht in Stimmung. Aber interessant, die Theorie, dass die Daedra in Wirklichkeit als Geist neben sich herlaufen und sich quasi ihren Körper fernsteuern. Das würde dann aber die Frage stellen, wie sieht der Geist aus? Also, hat der irgendeine erkennbare Form? Weil das könnte man ja bestimmt sichtbar machen, wenn das halt die Beeinflussung oder so ein inkorporales Dingsbums, was irgendwie die Welt beeinflussen kann, könnte ja die gesamte Außenhülle oder zumindest die Außengrenze des Einflusses gleichzeitig beeinflussen. Den könnte man ja messen. Mit Mehl zum Beispiel. Also irgendwas, was du rüberwirfst. Also wie so ein Geist, wo du einen Bettlaken rüberwirfst. Der Geist ist dann sicher auch unsichtbar und braucht ein Bettlaken, um eine erkennbare Form zu haben, weil das Objekt selbst nicht sichtbar ist. Oder wie der gute alte unsichtbare Mann. Das ist lustigerweise immer der unsichtbare Mann. Das ist selten die unsichtbare Frau, ne? Naja, hä? Ist jetzt hier noch einer oder? Nehmen wir eine Karte, zeigt die Dinger verdoppelt an. Na gut. In letzter Zeit, wo gerade bei den Superhelden-Dingern sind, ist das irgendwie, wenn es um diese. Du kannst dich unsichtbar machen, Fähigkeiten. Gibt es die immer nur mit dieser Limitierung, dass die Unsichtbarkeit nur für den Körper selbst geht? Warum sind die Ruinen so komisch blau aus? Nur für den Körper selbst gilt, aber nicht für alle Klamotten, die mit dabei sind. Wohingegen, glaube ich, früher die Unsichtbarkeit öfter auch mal alles, was sie angefasst haben, mitgenommen haben. Was natürlich saumäßig praktisch ist, wenn du unsichtbare Waffen hast. Das gibt dir natürlich noch viel mehr Vorteil, als wenn nur dein Körper unsichtbar ist, ne? Naja. Wo war ich? Ja genau, ich wollte was über Zeit erzählen. Oder Zeitrasen. Eigentlich suche ich immer noch diese dumme Quest. Was war denn das, verdammt? Ich wollte die jetzt machen. Ich dachte, ich reiß da jetzt 3 Minuten lang hin, dann bin ich da, dann geht's los. Aber irgendwie geht das nicht. Kann ich diese Worte am Himmelauto holen? Ne, auf jeden Fall bin ich gespannt, ob da noch was rauskommt oder so endet wie die Wahlgeschichte. Weil ich hab die verpasst. Das wäre natürlich immer schlimm. Es gab nämlich in L2er gab es die komische Nord, mit denen du irgendwelche Drogen nehmen konntest. Und dann ist die irgendwie. Hat die irgendwas von Wahlen erzählt? Oder du könntest so wie die Himmelswale sehen, aber da brauchst du noch besseren Stuff für. Und wenn man in der Heimat ist, dann wird man das treffen. Und dann war ja schon klar, dass das nächste. Greymoor DLC rauskommt, beziehungsweise das andere mit dem nördlichen Himmelsrand. Und das ist nie passiert! Ich hab die komische Himmelswahlfrau gesucht und sie ist nicht aufgetaucht. Und das hat mich enorm enttäuscht, muss ich sagen, weil ich hatte da irgendwie drauf gehofft und drauf gewartet und wollte wissen, wie sie darstellen. Wahrscheinlich ist es doch genau daran, die scheitert. Ja, das ist einfach nicht vollkommen. Und so ist halt die Frage mit diesen Selvini, weil das ist halt. Andererseits, du hättest natürlich die Entscheidung, du hättest sie noch direkt zurückschicken können. Wo bin ich hier? Der Draht. Okay. Ein Skelett. Beutel eines Kräuterkundigen. Ja gut. Warum kann ich in dieser Höhle nicht reiten? Ist die irgendwie wichtig? Oh. Cool. Wo bin ich hier? Habe ich schon erwähnt, dass das Reich des Vergessens eher unwirtlich ist?
Gut, hier würde wahrscheinlich niemand versuchen, Ackerbau zu betreiben. Zivilei-Gemetzelpriest, wo bin ich denn hier? Gut, ich bin jetzt genau mittig. Und die dumme Quest war... da? Ist ein bisschen sehr schade, dass mein Addon noch nicht allzu verlässlich... Oh, hier vorne ist doch eine Quest. Sehr schön! Nachricht für Kassa. Das ist natürlich die Quest, die ich eigentlich gesucht habe, aber hey. Oh, Nachricht für Kassa. Na gut. Kassaja. Wenn ihr zurückgekehrt seid, dann seid ihr euch eurer Pflicht bewusst. Ihr seid nach wie vor die kommende Weissagerin der Kalmur. Schickt mich und Burzunasch in die Aschgrube. Ich bereue nichts. Wir fehlen einen ehrenhaften Kampf gegen die schreckliche Bestie. Es mag sein, dass euch eure Aufgabe nun schwieriger scheint, ohne uns an eurer Seite. Aber ihr seid in Kalmur, stärker als alle anderen. Ihr könnt Gerechtigkeit von unserem Clan fordern. Findet den Hort des Raubreißers in Hofesbrand und vernichtet die Bestie. Lasst euch von Atro zu leiten. Ihr seid alles, was von uns übrig ist. Ach doch, das ist doch die Quest, die ich gesucht habe. So, wo ist sie? Ja. Oder er? Kassaja. Warte. Kassaja. Kassaja. Endet mit A, also würde ich behaupten, das ist ein weiblicher Name, aber man weiß nie, oh. Das ist kein Ork, oder ist sie doch ein Ork? Da ist ein Bär? Ach, das ist der. Sterbliche. Ihr, wartet. Ja, es ist unfassbar, vor allem die Arschhüpfer. Aber wir brauchen Hilfe. Sie hat einen Geisterbären, kann ich mit ihm reden? Ich kann den Geisterbären. Na gut, auch nicht schlecht. Ja, hallo. Kassaja. Der tönt laut den Schwachen auf. Schön, jemanden zu sehen, die kein Detra ist. Mein Freund und ich brauchen eure Hilfe. In dieser Zitadelle lebt eine Bestie. Der Raubreißer. Er hat ein Massaker an meinem Clan verübt. Es gab nur wenige Überlebende. Also machten wir uns in die Totenländer auf, um ihn im Namen unseres Clans zu vernichten. Ja, aber die schlechte Nachricht ist doch, dass die meisten Detra eh wieder herkommen. Also das ist halt, wenn, das ist halt so echt ein bisschen ärgerlich, ne? Wenn so ein Detra so eine persönliche Vendetta mit dir hat, dann kommen die halt immer wieder. Obwohl das teilweise auch recht lange dauert, bis sie wieder da sind, ne? Aber trotzdem, das ist irgendwie sehr lästig. Na gut, und wie will sie das genau machen? Vor allem, wenn das Vieh wahrscheinlich genau hier wieder rauskommt, oder? Indem wir in die Zitadelle einbrechen, die man Hoffensbrand nennt, und ihn jagen. Oh, ihr meint, wie wir die Bestie finden wollen. Mein Freund hier, Atroso, ist... war der Totemgeist meines Clans. Er kann den Raubreißer verfolgen. Und wie wir ihn vernichten, das muss ich mir noch überlegen. Das, ich weiß nicht, das steht für mich so wie Teil 1 des Plans. Wie kriege ich das Vieh tot, was ich jage? Und danach kann man die anderen schwierigen Schritte machen. Warum war das Vieh der Totemgeist? Wie kann man denn aufhören, der Totemgeist zu sein? Also vor allem, weil sie noch lebt. Na gut, ich habe eine Nachricht bei einer Leiche gefunden, ja. Dann wisst ihr, dass ich die Letzte meines Clans bin. Eine Xivilei-Patrouille spürte uns auf und die anderen starben, um mich zu schützen. Daher kann ich nicht aufgeben. Doch wenn ich allein gehe, kann es nur ein Ende nehmen. Schließt euch mir an. Helft mir, Clan Kalmur zu rächen. Und falls wir überleben, kann ich euch belohnen. Das soll jetzt meine Motivation sein, dass wir das schaffen, aber wäre das nicht für die Ork eigentlich an sich besser, wenn sie dabei sterben würde? Bei, so aus Ehrengründen. Na gut, das mache ich doch sicherlich. Das hört sich doch ziemlich gut an. Da ihr nun hier seid, haben wir eine Chance. An der Nordwand sah ich ein Abflussgitter, durch das wir in die Zitadelle schlüpfen können. Wir treffen euch drin. Danach folgen wir einfach meinem Bären. Haltet die Augen offen und die Waffen bereit. Das wird ein echtes Hornissennest sein. Ja, mal gucken. Mach ich ja nicht zum ersten Mal. Aber erzähl mal was von deinem Clan. Wir waren die Kalmur. Gute Leute, die für sich blieben. Wir waren keine Räuber und Banditen. Wir verließen uns nur auf unsere Schleue und Stärke, um in der Wildnis von Vrodgar zu überleben. Die Kalmur haben guten Met gemacht, haben ihn an Dörfer und Clans in der Nähe verkauft. Verdammt, ich vermisse diesen Met. Das Ding ist, die Story ist irgendwie unwahrscheinlich, oder? Also die Welt... in der Elder Scrolls sich befindet, oder dieses Mittelalter-Ding mal davon abgesehen, dass du ziemlich mächtige Heilmagie hast, was so bestimmte Sachen ausgleichen kann, hat halt immer noch das Problem, dass die inhärent die Wald tätig ist. Ich glaube nicht, dass du damit so einen pazifistischen Ansatz besonders weit kommst, ne? Da kommt wahrscheinlich doch recht schnell jemand um die Ecke, der dich einfach auslöscht, oder? Na gut, und der Raubreißer hat alle umgehauen. So ziemlich. Er griff während eines Festes an, das wir anlässlich der ersten Jagd der warmen Jahreszeit feierten. Alle waren betrunken und rissen sich Fleisch von einem angesenkten Bären ab. Ich schätze, wir wurden völlig überrumpelt. Nur drei von uns haben überlebt. Ich, Burzunasch und Uroga. Kann man Bären essen? Also,
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man Bären jagen könnte für ihr Fleisch. Wahrscheinlich macht es nur einfach niemand, weil es ziemlich gefährlich ist. Aber wie schmeckt der? Das wüsste ich jetzt ja. Also ich müsste nicht ausprobieren. Aber wie? Ich weiß nur, dass man über Fun Fact wieder, dass man Eisbären sehr vorsichtig sein muss, weil die Eisbärleber ist voller Vitamin C. Und zwar sehr, 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 sehr viel. Und zwar tödlich viel. Na gut, und wie hat das alles angefangen? Keine Ahnung. Wir drei hatten das Dorf verlassen, damit ich meine Rituale üben konnte. Ich musste Atroso beschwören, um das Ende des Festes einzuläuten. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich das kann. Nach ein paar Versuchen ist er endlich erschienen. Kurz danach hörten wir Schreie. Sie hat aus Versehen ein größeres dänisches Wesen beschworen? Ah gut, dann gut, ohne Kontrolle. Weil wir gerade sagen, weil in Skyrim und Morrowind und so weiter und so fort ist hier Dremora beschwören doch recht hohe Magie und nicht so einfach. Aber gut, sie hat das Ding nicht unter Kontrolle gehabt. Das macht es bestimmt einfacher. Was hast du dann getan? Wir sind zurückgelaufen. Uns erwarteten Haufen von zerrissenem Fleisch und Blutlachen. Und der Raubreißer. Mit verschmiertem Maul schlich er durch das Dorf. Er zerfetzte unsere Jäger. Ich schwöre, er hat dabei gegrinst. Okay, die waren da, wir haben sie überlebt. Atroso lief vor dem Raubreißer weg. Als zukünftige Weissagerin musste ich unser Totem verteidigen. Daher hetzte ich ihm nach und meine Jäger folgten mir. Wir überlebten, weil wir flüchteten. Ich weigere mich, diesen Fehler noch einmal zu machen. Ich gucke übrigens gerade so an, sie sieht schon echt alt aus im Gesicht, ne? Aber es ist halt wie alles, ne? Ich habe keine Ahnung, wie groß die Lebensspanne von Orks ist, aber da Orks Elfen sind, würde ich mal sagen, recht gut, oder? Na gut, was mit den anderen Binnen passiert, Zivilaiko-Patrouille hatten wir schon, ja. Zusammen fanden wir ein Portal in die Totenländer. Sie beschützten mich in diesem elenden Land, während Atroso uns führte. Ein paar Xivilei sahen unser Feuer. Dumm. Sie starben beide, um mich zu schützen. Kurz danach fand ich diesen Eingang. Wir waren so dicht dran. Wart. Erstmal, die haben hier Feuer gemacht. Und zweitens, was? Die haben ein Portal in die Totenländer gefunden? Einfach so? Was? Na gut, erzähl mal was von dir. Ich sollte die nächste Weissagerin meines Clans werden. Wir kümmern uns um die Gesundheit des Clans. In Leib und Seele. Nun bin ich die Einzige, die noch übrig ist. Meine beiden Beschützer starben, um mich durch die Totenländer zu bringen. Nur Atroso und ich tragen die Erinnerung an die Kalmur weiter. Ja gut, und wie bist du, wie wird man so zur Weissagerin? Nun, ich war ja noch gar keine. Ich brauchte noch mehr Ausbildung. Doch Atroso hat mich für diese Aufgabe erwählt. Die Kalmur machen das anders als andere Clans. Die meisten Weissagerinnen sind die Mütter des Häuptlings. Doch vor langem haben wir entschieden, dass das Totem unseres Clans die Auswahl trifft. Ja gut, und was weißt du von hier? Ich sollte die nächste... Ah, okay, gut. Wer sind die denn hier? Wer seid ihr denn? Was wollt ihr denn von mir? Da Moment. Ihr nun hier seid, diese Zitadelle. Ausgesprochen wenig. Ich bin keine Daedra-Kundlerin. Wir haben es kaum von Vrodgar hierher geschafft. Ich habe unterwegs ein paar Dremora sagen hören, dass sie diesen Ort hier Hoffensbrand nennen. Klingt für mich wie ein passender Name. Ja, wie ein schlecht synchronisierter Name. Na, Udi, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und zwar beim nächsten Mal, wenn wir uns den Hoffensbrand anschauen. Bis dann. Ciao.